Herzlich willkommen zum 11. Teil meiner 16-teiligen Videopodcast-Reihe Österreichische Politik, politische Bildung für Einsteiger, Einsteigerinnen leicht gemacht. In der Videobeschreibung hier unten sind die anderen Teile verlinkt. Jede Gemeinde bzw. Stadt hat in Österreich einen von der Bevölkerung gewählten Gemeinderat. In Vorarlberg und Salzburg gibt es dafür auch die Bezeichnung Gemeindevertretung. Je größer die Bevölkerungsanzahl einer Gemeinde ist, umso mehr Gemeinderäte hat eine Gemeinde. Die Tätigkeit der Gemeinderäte kann mit jener der Landtage und des Parlaments verglichen werden. In Ausschüssen der Gemeinden beraten die Mitglieder Themen wie zum Beispiel Raumordnung, Finanzverwaltung, Sicherheit, Kultur und so weiter und bereiten diesbezügliche Anträge für den Gemeinderat vor. Geschäftsführende Gemeinderäte sind Vorsitzende der Ausschüsse in den Gemeinden. Auf Gemeindeebene sind alle österreichischen Staatsbürger und andere EU-Bürger ab dem Alter von 16 für die Wahl des Gemeinderates wahlberechtigt. Auf Bundes- und Landesebene dürfen nur Österreicher ab dem 16. Lebensjahr wählen. Die Bürgermeister der Gemeinden werden zum Beispiel in Oberösterreich direkt von den wahlberechtigten Bürgern, alle dort wohnenden EU-Bürger, gewählt. In nur noch wenigen Bundesländern wird der Bürgermeister von dem im Gemeinderat vertretenen Parteien gewählt. Die Gemeinderatswahlen finden in der Regel gleichzeitig mit den Landtagswahlen statt. In Oberösterreich ist das zum Beispiel alle 6 Jahre. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir werden uns sicherlich gleich wiedersehen beim 12. Video. Wie werden in Österreich Gesetze beschlossen, die legislative Gesetzgebung?